ein riesiges Rätsel gibt es gerade. Wer ist der Killer? Tut mir leid, Bruder. Du warst echt immer ein guter Freund. Wenn ich meinen Wald verliere, ist es mir egal. Ich werde mich jeden Tag einloggen und alles, was du baust, kaputt machen. Oder du farmst meine Items zurück. Was soll das? Jetzt fackelst du mein ganzes Haus ab. So. Hallo, Fabo? Hallo? Fabo? Ich werde verraten. Fabo, kannst du mir schwören, dass du keinen Auftragsmord angenommen hast? Digga, nein, what the f***? Ich baue gerade Häuser, Rebi. Okay, Fabo, kannst du ganz schnell zu Pogwarts kommen und mir helfen? Avive hat einen Killer auf mich angesetzt. Ich brauche deine Hilfe. Ich bezahle dich auch, Bro. Was geht hier ab? Digga, Avive hat einen Killer auf mich angesetzt, Fabo. Ich dachte mir, hey, wenn ich dich schon nicht selber killen kann, muss ich halt einfach andere Wege, oder? Genau aus dem Grund, Leute, habe ich mir im Dark Web einen Auftragskiller gebucht. So, okay, ich hab die Diamanten getroppt. Das war alles, hey, was ich habe. Perfekt. Wen soll ich töten? Hier wird Zeit. Haben Sie einen bestimmten Wunsch? Qualvoll wäre ganz gut. Weiß nicht, ob man das irgendwie hinbekommt, aber es ist mir eigentlich egal. Er muss einfach nur sterben. Und ich glaube, ich weiß schon, wer es ist. Ich glaube, Avive hat wirklich so sehr gesnitcht. Ich glaube, es ist Tobi. Wait, aber müsste es eigentlich nicht... Aber es gibt doch nur Basti Zocknock, der das auch macht, oder? Könnte es auch sein. Aber von der Art, wie derjenige redet, könnte es aber auch genauso gut Tobi sein. Weißt du, was ich meine? Sitzt Tobi nicht bei dir im Büro? Ja, der ist gerade zu Hause. Ich weiß es halt nicht. Ich kann es dir nicht sagen, Fabo. Ich habe nur die Sorge, dass da jetzt tatsächlich was passiert. Also von den Leuten, die am Server sind, dürfte es keiner sein. Ich war mir fast schon sicher, Fabo, dass du es bist. Aber? Warum bin ich es nicht? Das musst du mir jetzt sagen. Ja, ich bin es halt auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Digga, was macht hier so? Revi ist hier eine Bombe im Hogwarts? Was? Es muss aber jemand sein, der Full Netherite ist. Das hat man gesehen. Derjenige war aber im Video nicht zu erkennen. Spark? Ja. Auf mich wurde ein Mord angesetzt und wir wissen nicht, wer der potenzielle Mörder ist. Fabo schwört, dass er es nicht ist. Fabo, du schwörst auf alles, oder? Ja. Mein Chat weiß es schon. Dein Chat weiß es schon? Ist es Escation? Nein. Nein? Basti zockt? Nein. Hä? Kunga? Nein. G-Time? Nein. Trimax? Nein. Norman? Veto? Nein. Hä? Sag mal, zählst du jetzt alle absichtlich aus, außer den, der offensichtlich ist? Petrit? Nein. Hä? Fabo? Nein, mit wem haben wir denn gestern gequatscht? Wir jointen gerade im Chat. Avive? Ja. Ja, Avive hat beauftragt. Hast du aber auch schon mal überlegt, ob er vielleicht das einfach extra macht, dass du die ganze Zeit Schiss hast oder so? Das kann doch auch sein. Fabo, ich schwöre, du bist es. Fabo, du bist es. Du bist es, Fabo. Fabo, wirklich, du bist es. Okay, ich bin's. Yo, was geht ab, Rebi? Fabo, bist du es wirklich? Sei ehrlich. Nein. Wenn du es jetzt bist und mich backstabst, ne, Fabo, wirklich, dann ist vorbei. Nein, jetzt sag mal ehrlich. Nein! Lukas, wen hast du beauftragt? Du wirst nicht drauf kommen. Es muss Escation sein. Es muss Escation sein. Es muss niemand sein. Doch, von der Stimme her, wie derjenige geredet hat, sind das Redensarten und Reaktionen, wie sie nur Tobi machen würde. Digga, ich kenne doch keinen Menschen besser als Tobi. Ich hatte zuerst mit Fabo gedacht. Aber dann ist mir eingefallen, dass Tobi seit neuestem Stimmverzerrer hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde dir gerne auf die Sprünge helfen, aber echt kein Plan. Du weißt, wer es ist. Spark wird's niemals sein. Rotpilz! Let's go, das ist meine Chance. Meine Items. Revi? Ja? Lass doch einfach treffen. Nein. Warum? Ich will nicht mit dir reden. By the way, ich bin selber komplett cool mit Rüstung. Vielleicht habe ich ja gar keine Auftragskiller, sondern klatsche ich jetzt selber. Könnte auch sein. Glaube ich nicht, nein. Aber Fabo, du musst es sein. Du hast damals schon 50 Dias genommen. Was für 50 Dias? Du hast mir damals 250 gegeben. Ich habe deine Items in irgendeinem Fass im Hogwarts versteckt, Lukas. Viel Spaß beim Suchen. Die Mauer sieht hier am Friedhof so unglaublich geil aus. Das sieht so stark aus, oder? Spark, hast du es gesehen? Digga, wie geil. Revi, wo ist mein Stuff? Habe ich in Fässer reingelegt. Viel Spaß beim Suchen. Wo ist mein Stuff? Viel Spaß beim Suchen. Wer ist der Killer? Oh, wir haben jetzt beide ein großes Rätsel. Gib mir mein Zeug wieder. Ein riesiges Rätsel gibt es gerade. Wer ist der Killer? Gib mir jetzt mal bitte Stuff. Digga, wie schizophren bist du? Runter mit dir. Runter hier. Hör auf. Spring in die Schlucht. Hör auf, ihn zu killen, bitte. Digga, guck mal, du bist so erbärmlich. Du kannst dich nicht mehr verteidigen. Hey, hör auf, ihn zu verfolgen. Junge. Ich gehe in das Haus Gottes, da kann mir nichts passieren. Hör auf, Junge. Es ist so unnötig, ne? Ey. No. Junge. Tja, auf. Es tut mir leid, Bruder. Du warst echt immer ein guter Freund. Ja! Bob! Go, 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 go! Ja! Rein da! Hey! Fabo, du bist die größte Snitch von allen. Fabo, du bist die größte Snitch von allen. Gib mir meine Items sofort wieder. Ja, ich hab die ja. Keine Sorge. Gib mir meine Items jetzt wieder. Okay, Lukas, gib mir meine Items jetzt wieder oder ich jag deinen ganzen Berg in die Luft.
Okay, gut. Das war zu viel. Fabo, ich wusste es. Du bist einfach eine riesige Snitch. An der Stelle, Revi, Props gehen raus. Du hast einen echt guten Leibwächter. 1A gewählt. Fabo, du bist der größte Verräter, Fabo. Ich werde nie wieder dir vertrauen. Das war mein Auftrag. Hallo. Ich küsse deine Augen. Es war mein Auftrag. Was soll ich machen? Verteidige dich doch. Wenn du dich raus, mach doch. Und tot. Fabo ist ein absoluter Ehrenmann. Gib mir meine Items wieder, Lukas. Meine Items. Ich hab die nicht. Die habe ich in Fässer verteilt. Lukas, gib mir meine Items sofort wieder. Gib mir meine Items sofort wieder. Ich glaube, dein Haus wurde gesprengt. Was? Wurde schon? Ich war es nicht. Es war der Auftragsmörder. Na Jungs, ich bin dann jetzt erstmal offen, ne? Okay, wenn du mir meine Items nicht wiedergibst, Lukas, dann wird jemand darunter leiden. Derjenige, der mich umgebracht hat, bei dem wird es auch gesprengt. Oh, nee, das verteidige ich. Du kriegst auf die Schnauze reden. Versuch's. Zu spät. Moment. Also die Auftragskiller, ne, das hatten wir auch drin. Dass wenn das halt eine Dienstleistung ist, der Auftraggebende ist der an die Schuld trägt. Zu spät. Ich habe bei Fabo schon gesprengt. Hast du nicht? Doch. Nee, hast du nicht. Hat Fabo doch, habe ich. Guck auf dein Dach oben, auf deinen komischen Turm. Fabo, ich habe unendlich viel TNT und ich habe unendlich viele Elytras. Ja, jetzt habe ich auch eine Elytra. Fabo, ich mach das weiter. Es sei denn, du besorgst mir meine Sachen zurück. Ich werde die ganze Zeit, wenn ich meinen Wald verliere, ist es mir egal. Ich werde mich jeden Tag einloggen und alles, was du baust, kaputt machen. Oder du farmst mit meine Items zurück. Gib mir meine Items jetzt wieder. Wenn du mir jetzt meinen Wald anzündest, ist es übertrieben. Nein, warte, ey, das eskaliert, Jungs, das eskaliert. Wir beruhigen uns jetzt erstmal und reden in Ruhe morgen nochmal. Okay? Nein, wir reden jetzt nicht. Ich brauche jetzt meine Items wieder, damit ich jetzt hier weiterbauen kann bei Pogwarts. Jetzt ist mir das Ganze hier einfach viel zu emotionsgeladen. Okay, ich werde alles von dir kaputt machen. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder Spaß in diesem Projekt hast. Nie wieder. Überleg's dir gut. Gib mir jetzt meine Items wieder, Lukas. Ich mein's ernst. Ja, ich geb's dir wieder. Jetzt. Ja, ganz ruhig. Du wolltest meine Elytra. Wir können ja deine Elytra gegen meine Elytra tauschen. Du gibst mir jetzt alle meine Items wieder. Jungs, ich bin für heute mal raus. Gib mir meine Items wieder, Lukas. Ich mein's ernst. Bis morgen dann, ja? Nein, ich meine es ernst, Lukas. Bis wirklich. Okay, dann hat er seine Entscheidung getroffen. Ich habe meine Full Netherite-Sachen ziemlich schnell wieder. Und Fabo, du wirst mir dabei helfen. Warum? Du wirst mir dabei helfen, Fabo. Ich habe einfach einen Auftrag bekommen, das war's. Fabo, du kannst dich jetzt davon nicht schützen. Du wirst mir jetzt dabei helfen. Und du hast auch noch mein Haus gesprengt. Hättest du mein Haus nicht gesprengt vielleicht? Falsch, Fabo. Nein, Spaß, komm her, ich geb dir das Zeug wieder. Wo sind die Sachen? Bei mir, warte, sag mal echt gerade Koordinaten. Komm nach Hogwarts an die Kapelle. Ich muss einfach nur versichert bekommen, dass du mich nicht killst und fertig. Du kriegst dein komplettes Zeug und alles ist wieder gut zwischen uns. Du hast mein Haus zu einem Stripclub umgebaut. Das war die Rache dafür. Jetzt haben wir beide einfach einmal geschluckt. Und okay, gut, machen wir so. Also ist aber jetzt wieder Frieden. Ja, sollte ein Item fehlen, stirbst du. Revi? Weißt du, wo Manuels Haus ist? Nein, gib mir meine Sachen jetzt wieder. Geh zu Manuels Haus. Ich weiß nicht, wo das ist. Geh zu Kunga. Genau auf dem Berg, genau davor auf dem Berg steht eine Kiste mit deinem ganzen Stuff. Meine Hose, meine Schuhe fehlen, Lukas. Mein Bogen fehlt auch. Ich habe keinen Bogen gehabt. Ja, damit. Mir fehlen noch drei weitere Totems. Mir fehlt das Dach von meinem Haus. Das hast du verdient. Mir fehlen drei weitere Totems. Ich wiederhole mich ein letztes Mal. Das muss ich Konsequenzen ziehen. Ich habe deine Totems nicht. Man sieht es in meiner Aufnahme. Es sind nicht von mir. Dann hat die irgendwer anders da geklaut. Da lag auf jeden Fall nichts mehr rum. Dann muss ich jetzt meine Schuhe und meine Hose bitte noch zurückbekommen. Ganz kurz, dein komplettes restliches Stuff, was ich hatte, ist bei dir zu Hause in der Kiste. Ach so, warte, ich habe noch die Kartoffeln gar nicht genommen. Ah ja. Ja, ist ein bisschen was weg, ne? Guck mal, wer da hinten ist. Revi. Ja? Kannst du mir noch mal kurz zwei, drei mehr Kartoffeln geben? Lukas, dreh dich mal um. Lukas, dreh dich um. Ich seh dich. Andere Richtung. Ich seh dich. Andersrum? Hä? Dein Feld. Ich bin der hier, der Geh mal, dein Feld. Wie mein Feld? Ja, dein Feld. Was ist da los? Mein Feld? Ja. Was für ein Feld? Ja, hinten, die privaten Areas beim Whirlpool. Ach, da brennt was. Ey, Revi, du fängst gerade mit dem falschen Krieg an, ich sag's dir nur. Revi, komm her und lösch das Feuer. Feuer. Revi, komm her und... Was soll das? Jetzt fackelst du mein ganzes Haus ab. Das ist mein Haus, das hab ich gebaut, nicht ihr Vive. Ich kann damit machen, was ich will. Du kannst gar nichts machen. Hat dir irgendjemand erlaubt, auf meinem Grundstück irgendwas zu bauen? Nein. Also Revi, was schulde ich dir jetzt, damit wir wieder komplett im Reinen sind? Dass du Fabos Haus abbaust mit der Hand. Junge, warum bist du überhaupt auf mich jetzt sauer? Nee, weil du hast so eklig gesprengt. Hättest du einfach an einer Stelle gesprengt, wäre es easy. Aber jetzt muss ich wirklich alles da... Das ist nervig. Das ist genauso, als würdest du die Parkwache anschreien, weil sie dir einen Strafzettel gibt. Ich glaube, dass zwischen einem Auftragskiller und der Parkwache immer noch ein großer Unterschied besteht. Nein. Hast du die verbrannt? Wir sind quitt, Lukas, wir sind quitt. Das waren 10 Dias! Wir sind quitt, Lukas. Die waren von Sintika, die hat die mir geschenkt, damit du endlich aufhörst rumzuholen. Und er verbrennt die.